Ja, Mann, das 1 gegen 1 von gestern habe ich schon geschaut. Und da bin ich wieder. So, wir gehen rein. Jeder kennt das Gerücht über die sogenannte Battle Mafia. Das sind Banden, die angeblich Kinder... Boah, ganz schlimm. Ganz schlimm. Javid, mein Bruder, Aleikum Salam. Kabi, was gibt mein Bruder? Alte und Gebrechliche ausnutzen oder sogar eine Behinderung vorspielen, um tausende Euros zu ergaunern. Und am Abend steigen sie in den Mercedes, um dann am nächsten Tag wieder von vorne zu betrügen. Und genau dem gehen wir jetzt auf den Grund. Die sind richtig krass. Ich schwöre es euch, die sind teilweise, die haben mehr Geld als wir manchmal. Und auch bei dieser Reportage hat mich Erab unterstützt. Auf die Lauer gelegt habe, hatte ich die sogenannte Battle Mafia gibt. Und mit der Zeit hat sich für mich da ein Muster ergeben. Während auf der einen Seite Menschen stumm auf der Straße sitzen und betteln, gibt es auf der anderen Seite Menschen, die gezielt Mitleid erwecken wollen, um Geld zu erhalten. Grundsätzlich ist das Betteln in Deutschland Ahmed, mein Bruder, vielen Dank für deine netten Worte, Habibi, ich küsse dein Herz. Dankeschön, Bruder, weiß ich sehr zu schätzen. Wenn mich jemand kennenlernt und so eine Worte über mich sagt, Dankeschön. Erlaubt und meiner Meinung nach auch völlig in Ordnung. Was allerdings nicht okay ist, ist, wenn Mütter gezielt ihre Kinder fürs Betteln missbrauchen, um Mitleid zu erwecken. Oder auf der anderen Seite, wenn Menschen eine Behinderung vorspielen, um dadurch mehr Geld zu verdienen. Das ist nicht nur moralisch fragwürdig, sondern tatsächlich auch strafbar, denn es ist nichts anderes als ein Betrug. Kennt ihr eigentlich, und guck mal, ich schwöre, ich wollte es gerade sagen, kennt ihr eigentlich am Kudamm? Ich habe die aber lange nicht mehr gesehen. Ahmed, danke schön für den Sub, mein Bruder. Vielen Dank. Ja, Knie geht's nicht so gut, aber wird schon alles. Ich habe auch heute nicht mittrainiert oder ich war nicht beim Training. Kennt ihr die, am Kudamm in Berlin? Gibt es eine Mafia? Was heißt eine Mafia? Das sind eine Gruppe, die Hütchentricks machen. Wer hat schon mal von denen gehört? Oder wisst ihr überhaupt, wovon ich spreche? Tobias, danke schön für 25, mein Bruder. Du bist der King. Kennt ihr, kennt ja alle Hütchenspieler, oder? Hütchenspieler kennt ihr. Hütchenspieler kennt ihr aber, ja. Okay, diese Hütchenspieler, die gehen als kleine Gruppe, 5-6 Leute, ja, die gehen dann am Kudamm, so zum Beispiel an einem Ort, an einem sonnigen Tag, wo wirklich viel los ist, viele Menschen, viele Touristen, genau, und sprechen dann Leute an. Ja, wenn du den Ball jetzt findest unter dem Hütchen, kriegst du 50 Euro. Und die lassen die dann gewinnen, lassen die wieder gewinnen und irgendwann lassen die nicht mehr gewinnen. Aber das ist eine reinste Abzocke. Die Polizei weiß es auch, und wenn die Polizei die sieht, die wollen die dann immer fangen. Und die rennen dann auch immer weg. Das ist geisteskrank. Das ist so eine Abzocke. Und ihr müsst euch vorstellen, zwei Leute machen dieses Spiel und es gibt ein, zwei Leute, die stehen drumherum, okay, und vielleicht sogar die spielen sogar extra auch und verlieren mäßig um ein auf Lockvogel. Wisst ihr, was ich meine? Das ist geisteskrank. Das ist so crazy. Das ist so eine abgekaperte Scheiße. Und wenn irgendeiner Stress macht, die Leute drumherum, die da drumstehen, die gehören auch dazu. Das ist so krass, ich schwöre. Müsst ihr aufpassen, merkt euch das. Hütchenspieler, meistens immer am Betrügen. Ebo Bekir, mein Bruder, Aleikum Salam. Also immer aufpassen, Chat. Ich sag's euch so, wie es ist. Bruder, viele fallen auf sowas rein, glaub mir. Viele fallen auf sowas rein. Und ich glaube, diese eine Stange, wo man sich so eine Minute lang festhalten muss, ich glaube, das ist auch fake. Ich glaube, irgendwas ist da auch nicht richtig. Glaube ich. Irgendwas stimmt da auch nicht. Ich glaube, das kann man gar nicht schaffen. Heute bin ich in Berlin am Kudamm und ungefähr 100 Meter von hier sitzt eine ältere Frau gemeinsam mit ihrem Kind am Betteln. Und was einem sofort auffällt, ist, dass das... Die Stange dreht. Dankeschön. Dankeschön. Die ist fake, ne? Und das Einsatz. Der sagt, wenn du es schaffst, eine Minute zum Beispiel auszuhalten, 5 Euro Einsatz musst du legen und wenn du schaffst, eine Minute zu halten, kriegst du 100 Euro.
das Kind direkt zum Betteln eingesetzt wird. Es wird vorgeschickt, es soll Passanten ansprechen, um möglichst viele Spenden reinzuholen. Das Kind wird auch gezielt zu Familien geschickt, die mit gleichaltrigen Kindern unterwegs sind, in der Hoffnung natürlich die Muttergefühle zu wecken und so noch mehr Geld zu verdienen. Und um zu überprüfen, ob es sich dabei um Teile einer Bettelbande handelt. Es geht mit der Stange aber schwer, okay, aber schwer halt. Für jemand, der normal irgendwie da vorbeiläuft, ist das schwer für den zu schaffen, oder nicht? Das ist geisteskrank. Und um die Strukturen dahinter zu verstehen, werde ich das Ganze heute den Abend über mit versteckter Kamera begleiten. Ich denke, so bekommt man auch einen ungeschönten Einblick. Mann, es ist diese Stange, wo einfach irgendjemand irgendwo dort zum Beispiel jetzt hier steht, er packt diese Stange hin, dann macht er ein großes Schild und sagt, wer es schafft, eine Minute sich ranzuhängen, der kriegt von mir 100 Euro. Ein Satz ist 5 Euro. Und man kann es gar nicht schaffen, weil es da einen Trick gibt. Ihr Kind wird alle paar Minuten mal vorgeschickt, um Passanten gezielt anzusprechen und nach Almosen zu fragen. Und ich bin ehrlich, ich stelle es mir ganz, ganz schrecklich für das Kind vor. Ein Kind in dem Alter, 5 bis 10 Jahre, gehört in die Schule, gehört auf den Spielplatz und nicht hier an den Kuhdamm, um Geld zu sammeln. Und ich muss auch sagen, ich glaube, dass es auch für die Entwicklung ganz, ganz schädlich ist, wenn das Kind... Bruder, was ist das für ein Leben, ja? Wie Kindern so Eltern so, deren Kinder sowas antun? Tagtäglich hier in der Verantwortung. Wie geht's gut, Mia? Wie geht's dir? Steht, Geld für die gesamte Familie zu sammeln. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wenn das mal nicht klappt, dass es da dann auch mal ein bisschen Ärger gibt, wenn das Geld nicht rangeholt wird. Ich bleibe auf jeden Fall jetzt den restlichen Abend dran. Ich bin gespannt, wie lange die hier noch arbeiten und vor allem, wo der Tag heute endet. Wir sind jetzt circa 1 Kilometer schon gegangen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen im Kreis gehen, weil wir sehr viele Seitenstraßen nehmen, sehr viele Straßen, wo Touristen unterwegs sind. Das ist in Berlin, genau. Wo sehr viele Restaurants sind. Und da ist es tatsächlich so, dass das Kind dann eigenständig losgeschickt wird. Die Mutter steht da dann eher nur am Rand und wartet darauf, dass das Kind von Tisch zu Tisch geht, die Leute, die dort essen, anbettelt und wenn es was bekommt... Ey, Lutz, vielen, vielen Dank für 3 Monate, Lutz. Ich danke dir, mein Bester. Vielen, vielen Dank. Kuss. Hat, dann kommt es freudestrahlend zurückgerannt und wenn es nichts bekommen hat, ja, dann muss es halt weitere Tische abarbeiten und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass das auch... Oder das ist so respektlos, was ist das? Überlegt mal, ihr tut eurem Kind sowas an. Was ist denn, also wie kannst du denn so unverantwortlich mit deinem Kind, also ich verstehe es nicht. Also, das geht doch nicht in meinen Kopf rein, muss ich ehrlich sagen. Auch erfolgreicher ist als direkt am Kudamm, wenn das Kind halt direkt losgeschickt wird ohne die Mutter. Nach circa 1 Kilometer sind die beiden jetzt hier in einer Seitenstraße stehen geblieben und sind auf andere Frauen mit Kindern gestoßen. Und die sitzen da jetzt schon seit einer halben Stunde auf dem Wegesrand und quatschen miteinander. Es wirkt sehr vertraut, vielleicht sind sie sogar verwandt. Inzwischen sind einige von ihnen schon ins Hostel gegenübergegangen und ich dachte, ich nutze einfach die Gelegenheit, einfach mal ein Gespräch aufzubauen. Ich wollte mal nachfragen, ob sie jeden Tag auf dem Kudamm unterwegs sind, ob sie jeden Tag betteln und vor allem, ob ihre Kinder auch jeden Tag involviert werden. Allerdings wurden wir da sehr schnell weggeschickt und ich habe so langsam den Eindruck, man möchte sich bei der ganzen Sache natürlich nicht erwischen. Es geht nur. Heute bin ich wieder in Berlin am Kudamm unterwegs, nachdem wir vor gut einer Woche hier eine Frau beobachtet haben, die ihre Tochter zum Betteln vorschickt. Und nachdem wir letztes Mal schon weitere Kinder aus der Familie gesehen haben, die vermutlich auch zum Betteln missbraucht werden, bin ich heute mal gespannt, ob wir noch weitere Teile der Familie treffen werden. Das heißt, ich werde sie heute wieder mit versteckter Kamera begleiten. Es ist jetzt wieder kurz vor 20 Uhr, die Geschäfte machen so langsam zu und die Mutter mit dem Kind hat sich jetzt wieder in Bewegung gesetzt, dieses Mal in eine andere Richtung. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt wie in der letzten Woche ist, dass noch mal ein paar Restaurants, ein paar Läden abgeklappert werden. So, ich glaube, die steigen jetzt in den Bus. Nachdem wir aus dem Bus gestiegen sind, sind wir jetzt schon wieder mehr als 1 Kilometer unterwegs. Wir sind schon an der Kurfürstenstraße vorbei. Wir sind jetzt wieder durch mehrere Straßen mit Restaurants und Spätis gegangen. Und tatsächlich wird auch wie in der letzten Woche jedes Restaurant, jeder Tisch nochmal angesteuert. Das Kind wird eigenständig losgeschickt. Es sollen nochmal Spenden gesammelt werden. Und auch dieses Mal ist das Kind alleine wieder erfolgreicher. Na klar, weil es natürlich Mitleid erweckt. Die Mutter hält sich eher so am Rand auf, will eher nicht wahrgenommen werden.
Heute endet der Tag an einer anderen Unterkunft. Laut Norddata-Eintrag ist an der Adresse hier hinter mir ein Flüchtlingsheim gemeldet. Das heißt, wir konnten heute weder andere Teile der Familie hier treffen, wo man dann eventuell von einer Bettelbande sprechen kann, noch haben wir hier den berüchtigten Clanboss vor der Tür gesehen, der das Geld einsammelt. Heute sind wir am Halleschen Tor und hier haben wir heute den Tag über einen Mann beobachtet, der offensichtlich eine Gehbehinderung hat. Er hat sich mit sehr viel Mühe mit einem Krückstock von Auto zu Auto geschleppt, um ein paar Spenden zu sammeln. Doch am Ende des Tages ist er dann ohne den Krückstock und wieder ganz... Boss vor der Tür gesehen, der das Geld einsammelt. Heute sind wir am... Ich auch, Bruder, ich schwöre. Lobby, Bruder, das ist genau der Punkt. Man hat mittlerweile wirklich sogar Angst, dass du welchen Leuten etwas spendest, der Blitz was geht. Und es immer an den falschen Händen kommt. Man hat einfach Angst davor. Musst du dir mal überlegen. Am Halleschen Tor und hier haben wir heute den Tag über einen Mann beobachtet, der offensichtlich eine Gehbehinderung hat. Er hat sich mit sehr viel Mühe mit einem Krückstock von Auto zu Auto geschleppt, um ein paar Spenden zu sammeln. Doch am Ende des Tages ist er dann ohne den Krückstock und wieder ganz normal gegangen. Und sogar ach Digga, das ist geisteskrank. Und auch da habe ich die Gelegenheit genutzt, einfach mal nachzufragen, was es denn damit auf sich hat. Wo ist denn die Krücke hin? Nein, ein anderer. Nee, das waren schon Sie. Also, wir haben Video, ich zeige Ihnen Video. Zeig es mir. Graues T-Shirt, Camouflage. Mein Bein tut weh. Ich laufe nicht gut. Ich bin gefallen. Jetzt wieder gesund? Jetzt ist es besser. Auch hier habe ich wieder den Eindruck, Alter, dass man sich nur sehr ungern auf die Finger schauen lässt. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie trotzdem wissen, dass das Ganze nicht in Ordnung ist. Aber so eine richtige Erklärung dafür hatten sie halt auch nicht. Man darf sich jetzt aber nicht vormachen, dass die beiden jetzt nach Hause fahren und von den Spenden im Luxus leben. Nein, ganz im Gegenteil. Die beiden gehören zu einer Familie, die hier hinter uns unter der Brücke im Zelt schläft. Um nachvollziehen zu können, warum Menschen als Betteltouristen nach Deutschland kommen, muss man den Ursprung des Ganzen verstehen. Und nach Monaten der Recherche habe ich dann den Namen eines Dorfes in Rumänien herausgefunden, das ich mir unbedingt mal anschauen wollte. Wir gucken später noch in Solito. Wir sind jetzt hier circa 2 Stunden von der Hauptstadt Bukarest entfernt und in den Dörfern hier sollen tatsächlich Familien wohnen, die ihren Lebensunterhalt durchs Betteln verdienen. Jetzt möchte ich natürlich mal der These nachgehen, ob es sich dabei wirklich um Bettelbanden handelt, die in Deutschland Leid vorspielen, indem sie zum Beispiel ihre Kinder... ...vorschicken oder eine Behinderung vorspielen und dann hier in ihrer Heimat in Saus und Braus leben. Wir sind jetzt angekommen, ungefähr so eine halbe Stunde von Mieczesti. Das ist die nächstgrößere Stadt hier in der Gegend. Und man merkt, okay, hier ist dann doch noch mal deutlich anders. Hier gibt es keinen Asphalt, die Straßen sind nur mäßig zu befahren und die Häuser sehen auch komplett... Ich sage euch, Afrika ist noch mal 10-mal schlimmer. ...anders aus. Also, wenn man es überhaupt... Boah, Michi, ich weiß noch nicht. Ich denke mal so bis 1, 2. ...Häuser nennen. Capo, danke schön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Kann. Man sieht sehr viele Wellbleche als Dächer, die einfach nur drauf gehämmert wurden. Hier im Hintergrund sieht man ja auch, dass das wahrscheinlich aus Lehm und Holz zusammengeschustert wurde, gerade so hält. Jetzt im Sommer ist das bestimmt okay, dort auch zu schlafen. Ich will nicht wissen, wie es im Winter ist, wenn hier Minusgrade sind. Und nach nur wenigen Metern wurden wir dann von einer Familie angesprochen, die auch Deutsch kann. Einer von ihnen ist Adrian, der mit 15 das erste Mal nach Deutschland gekommen ist, um auf einer Baustelle zu arbeiten. 50 Personen, nur von hier? Yes. Aber alle Baustelle? Baustelle. Keine Mann. Andere Frau, den Sitzer. Betteln? Ja. War schon mal jemand aus deiner Familie in Deutschland zum Betteln? Bei mir. Du? Yes, meine Mutter. Nur jetzt. Mhm. Ich keine bei mir Geld. Mhm. Zwei Wochen Arbeit, ich keine Geld essen. Bei mir sagen, Chef. Ich habe kein Geld, keine Geld Zigarette, kein Geld essen, kein Geld. Ich muss. Ja. Besser. Bei mir muss. 10 Euro. Einfach. Hm? 10 Euro muss. Ich gehe betteln. Ich bin 75 Jahre alt. 75. Wer soll mich zur Arbeit nehmen? Niemand nimmt mich zur Arbeit. Seit 2 Jahren war ich. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das.
Ich weiß nicht so wirklich, wie ich das einordnen soll, muss ich ehrlich sagen. Weil ich weiß, dass wenn man will. Nein. Moment. Ich weiß, dass wenn man nach Deutschland kommt, zum Beispiel. Und wenn man will, ja, dann schafft man es auch, Chat, zu arbeiten oder arbeiten zu gehen. Da findet man, also in Deutschland ist eigentlich wirklich, da findet man Arbeit. Da vielleicht nicht eine gute Arbeit, aber man findet Arbeit. Irgendwie. Irgendwas. Oder nicht. Ja, ohne Sprache schwer, aber Bruder, ich sage immer, wer will, der kann. Auch wenn es nicht leicht ist, auch wenn es Hürden gibt, wer will, der kann, auch wenn es schwer ist. Nicht mehr dort. Ich bin krank. Du hast hier in Rumänien nichts, wo du arbeiten könntest. Du hast nichts. Danke, Bruder. Kinderbeihilfe. Wie sollst du von Beihilfen oder Sozialhilfe leben? Und die Geldnot und Verzweiflung wurde noch mal deutlicher, als Adrian uns das Haus seiner Familie gezeigt hat. Ja, drei Personen. Ist schon was anderes als in Deutschland. Ich habe zwei Brüder, Schlafanzüge. Also drei Personen? Drei Personen. Ähnliches Bild, auch hier zwei, also hier zumindest zwei Betten. Das hier ist Heizung? Ja. Oder Tee kochen, Essen kochen? Nur Heizung? Ist kalt im Winter? Ist kalt. Ja? Ich kann nicht viel kalt. Okay. Das ist schon hart, wenn man sich vorstellt, dass hier der Winter einbricht und hier ist der einzige Kohleofen, da drüben ist es kalt und da lebt auch ein kleines Kind. Ja. Es ist hart, mir fällt dazu nichts weiter ein. Die sind kaputt. Ja. Ich muss durch an den kaufen. Warum ist hier die Kette? Dog. Dog. Hund? Dann kommen Dog. Hier. Ah, hier? Freilebende Hunde kommen hier rein, wenn sie den Kühlschrank sehen und die riechen natürlich, dass da was drin ist und haben den aufgebrochen. Vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist eine große Ehre. Vielen Dank. Ich finde, man hat in den Gesprächen ganz deutlich gemerkt, dass es Adrian und seiner gesamten Familie schon unangenehm ist, über das Thema Betteln in Deutschland zu sprechen. Am Anfang hat er auch klar beteuert, er kennt niemanden, der sowas macht und er erst recht nicht. Und man hat auch immer wieder gemerkt, dass Familienmitglieder sich eingemischt haben und gesagt haben, psst, bloß nichts darüber sagen, wir wollen nicht in einem schlechten Licht dastehen. Im späteren Verlauf des Gesprächs hat er dann aber gesagt, dass seine Mutter aktuell in Deutschland ist, um zu betteln und er selbst arbeitet, seitdem er 15 Jahre alt ist, auf der Baustelle. Und nachdem er mal monatelang von seinem Arbeitgeber in München nicht bezahlt wurde, musste auch er auf der Straße betteln und hat sich dabei wirklich, wirklich geschämt. Wenn es um das Thema geht, Kinder mit zum Betteln zu nehmen, die vorzuschicken, Mitleid zu erregen oder sogar eine Behinderung vorzuspielen, da zieht Adrian für sich persönlich und für seine Familie einen ganz klaren Schlussstrich. Das käme für ihn nicht in Frage. Aber er kann schon verstehen, wenn jemand zu diesen Mitteln greift, weil im Endeffekt hat man keine Wahl. Alle sprechen hier Deutsch? Ja. Alle? Wo kannst du das? Ich arbeite in Deutschland 4 Jahre. Ah, okay. Mit großen Bagger, arbeite in Baustelle. Ah. Meine Mann arbeitet. Okay, was arbeitet er? Baustelle. Ah, okay. Viele arbeiten auf der Baustelle, habe ich schon gehört. Warum ist Arbeit in Rumänien? Boah, das ist eine gute Frage. Also findest du die Welt grundsätzlich unfair? Ich glaube, wenn man... eigentlich ist die Frage leicht zu beantworten. Eigentlich ist die Frage leicht zu beantworten. Warum? Wenn du an nichts glaubst, meine Meinung, ich sage nur meine Meinung, ne? Wenn du an nichts glaubst, nicht an das spätere Leben oder sonst irgendwas, dann sage ich, dann ist es sehr unfair. Aber ich sage, wenn du an etwas glaubst, sage ich jetzt mal auch so aus Religionssicht, dann sage ich, ist es auch nicht fair, aber man weiß wieso, weshalb, warum, mäßig. Weil ich immer sage, Menschen, denen es jetzt hier schlechter geht, ja, die trotzdem Geduld haben und sowas, denen geht es dann vielleicht nach dem Weggehen von dieser Erde besser. So ist irgendwie mein Kopf oder mein Verstand. So sind meine Gedanken. Ich sage halt immer, Menschen, denen es hier so schlecht geht, wirklich auf dieser Welt, die in Kriegsgebieten leben, die wirklich jeden Tag Essen und Trinken Not haben. Ich sage halt immer, denen geht es halt immer besser, wenn
sie von dieser Erde hier gehen. Ob ich jetzt richtig oder falsch liege, ich habe keine Ahnung, es ist einfach nur mein Kopf. Rumänien zu finden, so schwierig. Nix bezahlen, nix viel. Nach Rumänien Minimum monatlich 500 Euro für Person. Du musst fahren, arbeiten. Ja. Wie sieht's mit Versicherung aus? Hier? Ich habe keine. Und alle hier haben keine Versicherung. Wir kommen aus Deutschland. Was arbeitest du? Baustelle. Ah, okay. Wo lebt ihr denn in Deutschland? Caritas, Park. Oh, okay. Brötchen. Aber es ist schon heftig, war, ey. Gute Geld, ist gut, alles persönlich. Mittlerweile konnten wir hier wirklich schon mit einigen Familien in dem Dorf sprechen und tatsächlich haben die meisten einen direkten Bezug zu Deutschland oder Österreich. Die meisten Männer, die hier leben, haben entweder schon mal auf einer Baustelle gearbeitet oder tun dies aktuell noch und sagen ganz klar, dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als außerhalb von Rumänien zu arbeiten. Und da ist dann halt die erste Adresse Deutschland oder Österreich, weil dort die Arbeitszeiten geregelt sind, man bekommt sicher seinen Lohn, man hat im besten Fall sogar noch eine Versicherung. Manche haben auch gesagt, dass sie dort schwarz arbeiten und dann keine Versicherung haben, aber es ist trotzdem noch die bessere Alternative, als hier in Rumänien zu arbeiten, denn die Arbeit, die es hier gibt, ist sehr, sehr schlecht bezahlt, wenn sie überhaupt bezahlt wird. Und mit dem Geld, was sie dann halt über Monate und Wochen in Deutschland und Österreich verdienen, versuchen sie dann hier ihr Haus aufzubauen, immer weiter auszubauen und eine Zukunft für ihre Kinder zu ermöglichen. Gerade noch festgehalten. Nee, zurzeit verfolge ich nicht so arg das Video, um ehrlich zu sein. Warum, kann ich gar nicht sagen. Keine Ahnung. Und er selbst arbeitet, seitdem er 15 Jahre alt ist, auf der Baustelle. Und nachdem er mal monatelang von seinem Arbeitgeber in München nicht bezahlt wurde... Ach, Noxi, jetzt schon direkt weg? Mann, ey. ...musste auch er auf der Straße betteln und hat sich dabei wirklich, wirklich geschämt. Wenn es um das Thema geht, Kinder mit zum Betteln zu nehmen, die vorzuschicken, Mitleid zu erregen oder sogar eine Behinderung vorzuspielen, da zieht Adrian für sich persönlich und für seine Familie einen ganz klaren Schlussstrich. Das käme für ihn nicht in Frage. Aber er kann schon verstehen, wenn jemand zu diesen Mitteln greift, weil im Endeffekt hat man keine Wahl. Alle sprechen hier Deutsch? Ja, ja, ja. Alle? Woher kannst du das? Ich arbeite in Deutschland 4 Jahre. Ah, okay. Mit großen Bagger, arbeite in Baustelle. Ah. Meine Mutter mit einigen Familien noch. Und ah, hier waren wir. Sagen ganz klar, dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als außerhalb von Rumänien zu arbeiten. Und da ist dann halt die erste Adresse Deutschland oder Österreich, weil dort die Arbeitszeiten geregelt sind, man bekommt sicher seinen Lohn, man hat im besten Fall sogar noch eine Versicherung. Manche haben auch gesagt, dass sie dort schwarz arbeiten und dann keine Versicherung haben, aber es ist trotzdem noch die bessere Alternative, als hier in Rumänien zu arbeiten, denn die Arbeit, die es hier gibt, ist sehr, sehr schlecht bezahlt, wenn sie überhaupt bezahlt wird. Und mit dem Geld, was sie dann halt über Monate und Wochen in Deutschland und Österreich verdienen, was denn mit da? Was schreibt ihr mir hier alle? Arda Story, Arda Story, Arda Story. Ist der angekommen irgendwo oder was? Was war nächste Ziel? Portugal, wa? Gucken wir mal rein. Zeig mal her, Arda. Einer denkt, er wäre Deku. Einer denkt, er wäre Midoriya. Oh, aber mit dem Licht des Geistes krank, wa? Dieses Licht ist crazy. Also, Sonne, Untergang und so. Stell dir mal vor, er springt jetzt ins. Stell dir mal vor, er springt jetzt ins Wasser und sagt, ich schwimme jetzt. nicht Desinteresse an Arda, überhaupt nicht. Arda ist mein Bruder, aber ich weiß nicht, ich hab keinen Bock auf die Ich hab keinen Bock auf das Video gehabt. Hat nichts mit Desinteresse zu tun. Also Desinteresse am Video irgendwie ja vielleicht. Ich weiß nicht, es kam einfach zurzeit nicht dazu, zu den Videos. Aber es hat gar nichts damit zu tun, als ob ich, also Ardas, mein Bruder, wird doch bleiben. Ardas, sehr, sehr korrekter Mensch. Versuchen sie dann hier ihr Haus aufzubauen, immer weiter. Nico, danke schön für 25, mein Bruder. Auszubauen und eine Zukunft für ihre Kinder zu ermöglichen. Das war. Das war. Das ist dein Haus? Okay. Servus.
schon heftig, Alter, ja. Ja, ist schon heftig, muss man schon sagen, war, wie es aussieht. Nur du oder auch Kinder? Durch Kinder? Mhm. Schmadel. Mhm. Schlafen. Schlafen. Okay, hier schlafen drei Kinder. Ja, ist schon mal auf jeden Fall ein bisschen was anderes als ein deutsches Kinderzimmer. Und noch ein kleines Baby und ein Babyhund. Wer schläft hier? Boah, alter Schwede. Auch drei Kinder? Okay. Also das da... Mirza, mein Bruder, alaikum salam. Drüben ist die Heizung. Da wird dann Holz reingemacht und das angezündet, damit es hier halt im Haus warm wird. Ja, ist halt vergleichsweise klein für so ein großes Haus und eine Abdeckung für den giftigen Rauch gibt es halt auch nicht. Also das ist so das Erste, was mir auffällt. Das ist natürlich auch andere Verhältnisse. Hier wird Dominik, abgewaschen, Waschmaschine, Kühlschrank gibt es zumindest. Das ist doch schon mal super. Vielen Dank. Es ist für mich auch gerade eine komplett neue Situation. Es ist absolut überraschend, dass uns ein Mann, der uns vor einer Minute kennengelernt hat, einfach mal sein Haus zeigt, wie er lebt. Und dass wir uns das hier anschauen dürfen und von dem, was er halt hat, uns dann noch einlädt, mitzutrinken. Das ist schon, muss ich schon sagen, das geht einem schon nah. Das ist schon echt wahnsinnig nett. Warst du schon mal in Deutschland? Weil du verstehst ja ein bisschen Deutsch. Salzburg. Mhm. Bitte, bitte. Ah, betteln. Okay. Seit es mit dem Jungen passiert ist er nicht mehr weggegangen, weil der Junge nach ihm weint. Ja, wir sollten wirklich mal für alles dankbar sein. Man sagt das zwar immer jedes Mal und gefühlt sagt man sowas auch immer nur, wenn man so eine Videos guckt oder wenn man sowas mitbekommt, aber eigentlich müssen wir immer, 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 immer dankbar und zufrieden sein. Vor einem Jahr hatte er eine Kopfoperation, eine Vene ist geplatzt und ich danke Gott, dass es ihm gut geht, er ist in Ordnung. Ich kann wegen ihm nicht arbeiten gehen, ich muss mit ihm zur Kontrolle gehen, er muss immer zur Kontrolle. Wir kommen zurück, er hat immer noch Probleme, es kann jederzeit etwas passieren. Im Grunde genommen habe ich gelernt, dass die Menschen, die hier leben, eigentlich gar keine andere Wahl haben, als sich entweder Arbeit im Ausland zu suchen oder, wenn sie die halt nicht finden, auf die Straße zu gehen, um zu behindern. Wenn sie zum Beispiel eine Behinderung vorspielen, ins Ausland zu gehen und dort zu arbeiten. Und wenn das nicht klappt, dann eben zu betteln. Aber so richtig stolz. Oh Mann, okay.